mich hat so furchtbar interessiert, was das für eine Nachricht war in der Fairy Dust, weil ich auch sehr, sehr genau gelesen habe, was Neal Stephenson zu Isaac Newton schrieb und all dies. Also sowas interessiert mich, so Fakten. Ja, wir mussten auch lange recherchieren, bis wir drauf gekommen sind, was das denn sein könnte. Den einzelnen Text, den bloßen Text zu entschlüsseln, ging relativ schnell. Da haben wir auch sehr viel Hilfe gekriegt. Aber woher die Aliens, die uns diesen Text gesandt haben, diese Chiffre haben, da sind wir dann erst später drauf gekommen. Die Geschichte erzählt ihr jetzt. Ja. Und zwar war das eine... Viel Spaß mit Pico und Tisi. Und zwar war das eine Company namens Team Encounter, die 1999 und 2003 Botschaften mit diesem Code an verschiedene Sonnensysteme in nicht allzu weit entfernten Galaxien geschickt haben. Und offensichtlich ist der Code bei den Reisen der Fairy Dust gelesen worden. Und vielleicht ist auch die Melodie von einem anderen Raumschiff übertragen worden. Da forschen wir gerade noch. Und vielleicht handelt es sich auch tatsächlich um einen Feedback-Loop, weil die nennen ja auch Zahlen, nämlich 1980, das Gründungsjahr, das Gründungsjahr des Clubs. Und vielleicht ist es auch durch eine Zeitschleife zu uns gelangt. Da sind wir noch nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, der Call selbst ist tatsächlich eine Antwort auf den Cosmic Call 1 und 2 vom Team Encounter, eine texanische Company, die das ins Weltall gejagt hat. Aber Thies, du hast absolut recht. Die einzige logische Erklärung ist, dass es eine Zeitschleife ist, weil die Cosmic Calls zu ihren jeweiligen Zielen erst Mitte des 21. Jahrhunderts kommen werden. Das heißt, wahrscheinlich sind die noch gar nicht angekommen und werden dann gelesen werden in der Zeit zurückgeschickt werden und uns dann erreicht haben. Und wir haben das entschlüsselt und entschlüsseln lassen. Es ist ein wundervolles Rabbit Hole. Das heißt, wenn ihr mal Lust habt, so etwas selbst zu entschlüsseln und da mal vielleicht 2-3 Nachmittage rein zu versenken, eine unglaublich interessante Verschlüsselung von Null auf zu lernen, als würdet ihr die menschliche Schriftsprache und die menschliche Sprache nicht kennen, dann schaut mal rein. Habt ihr auch diese merkwürdige Verschlüsselungsknisterei auf Picos Stimme? Oder ist bei euch alles clean? Nee, ich glaube, ich werde abgehört. Das ist, Die haben uns jetzt auf dem Schirm. Die haben uns auf dem Schirm, genau. Das wird nämlich wahrscheinlich auch direkt ins Weltall gesandt, damit die Aliens auch wissen, dass wir ihre Nachrichten bekommen haben. Jedenfalls werden wir diese Nachrichten vermusizieren. Pico, mach doch bitte mal kurz dein Headset rein und raus. Vielleicht kriegen wir es damit. Die Aliens müssen rausgekickt werden. Die haben schon so einen Autotranslator drauf. Das ist deren Babelfisch, der da mitläuft. Dies mach mal du weiter. Genau. Also. Wir sind aber immerhin so weit, dass wir sowohl die Noten, diese Melodie entschlüsselt haben, die tatsächlich ja in vierstimmiger Chorsatzform sehr kommod zu uns gekommen ist. Und der Text ist jetzt auch in Verbindung gesetzt. Es gibt auch eine erste musikalische Skizzierung, die ich gestern mit einigen Stimmemulatoren hergestellt habe, die so alte Computerchips emulieren, die auch aus der Computergeschichte seit 1981 entsprechende Sprachemulationen
nachbilden. Und da habe ich mir die Freude gemacht, daraus einen Clip zu bauen, der die vier Stimmen repräsentiert. Und den habe ich in ein kleines Video kondensiert, das wir uns jetzt, glaube ich, gleich angucken können, wenn wir das wollen. Und ich glaube, wir wollen das. Das wollen wir jetzt haben. Ja, also das war unser erster kleiner Ausschnitt. Die Einzelstimmen, die kommen heute auch noch auf die Seite, sodass ihr dann auch wirklich hören könnt, welche Stimmen ihr singen könntet. Also die verschiedenen Stimmregister kommen dann nochmal in Einzelaufnahmen zur Geltung und auch mit einem Metronom, sodass ihr also gegebenenfalls, falls ihr morgen zu der Jamalus-Session bei der Aufnahme nicht dabei sein könnt, ihr könnt uns auch sehr gerne Files schicken. Der Upload-Link ist schon auf der Seite, da werden jetzt auch dann noch die entsprechenden Einzelfiles und Skizzen, musikalischen Übungs- und Playbacks kommen, auf die ihr euch dann mit Kopfhörer singend gerne auch in euren Zimmern und einzelnen Raumschiffkabinen mit der Partitur befassen könnt und uns dann das auch einfach uploaden könnt, falls es schwierig sein sollte, für euch dabei zu sein. Wir haben ja jetzt gestern schon auch mal eine Jamalus-Session gemacht. Das war auch tatsächlich sehr recht vergnüglich. Das war richtig gut, dass wir die gemacht haben. Wir haben erstmal alle geschaut, dass es bei allen funktioniert, dass es auch serverseitig funktioniert. Da hatten wir auch ein paar Startschwierigkeiten. Und dafür nochmal unendlich vielen Dank an Eskorte, der uns da geholfen hat und der uns da das Kindergärtni macht. Das ist echt so hilfreich, sich da um ein paar Sachen weniger kümmern zu müssen. Und es hat auch richtig Spaß gemacht. Wir haben ein paar Töne gesungen und auch wenn wir uns nicht gesehen haben, haben wir uns ein bisschen gehört und haben schon einen richtig coolen Chorklang hingekriegt. Genau. Und das funktioniert auch tatsächlich, das ist ganz faszinierend. Also dann kann auf Aufnahme gedrückt werden und tatsächlich fallen dann 16 Einzelspuren als WAV-Dateien, auch in nicht ganz so schlechter Auflösung, 16 Bit, 48 Kilohertz daraus, die kann ich tatsächlich benutzen. Trotzdem ist es auch super, wenn ihr einzeln uns instrumental oder Gesangsfiles schickt. Bis heute Abend sind auf jeden Fall die ganzen Übungstracks online. Auch wenn ihr jetzt gestern nicht dabei sein konntet, könnt ihr trotzdem noch schauen, dass ihr Jamalus installiert kriegt und dass ihr das vielleicht selber auf einem öffentlichen Server, da gibt es ganz viele, bei denen man einfach mit irgendwelchen fremden Menschen jammen kann, einfach kurz ausprobiert, ob es funktioniert und dann einfach morgen um 16 Uhr zum Chor kommen. Aber ihr könnt natürlich auch sagen, wenn das für euch überhaupt nicht funktioniert, nehmt eure Sachen auf. Ihr könnt euch einfach diese Übertracks aufs Ohr tun, mitsingen und dann ist eure Stimme auch bei dem beim Chor dabei. Genau. Und so nach der Aufnahme morgen, die voraussichtlich, also die ist ja dann direkt im Anschluss an unseren Werkstattbericht morgen. Das heißt, wir gehen dann direkt rüber sozusagen. Ganz genau. Und dann treffen wir uns da und das wird wahrscheinlich so, plant vielleicht so 1,5 Stunden ein. Dann danach, wenn dann alles da ist, dann baue ich zusammen, was ich, sagen wir, bis morgen 21 Uhr erhalten habe. Und dann hören wir das an Tag 4 zusammen an. Vielleicht schaffen wir sogar ein kleines Video dazu zu bauen. Ja. Genau. Ja. Soweit für unseren heutigen Werkstattbericht.
Das heißt, schaltet morgen gerne wieder ein. Vor allem installiert euch Jamulus und kommt morgen zur Chorprobe. Genau. Dann habt noch einen schönen Tag 2. Und mehr News later auf unserer CC Choir Page. Genau, ccchoir.de. Und sonst weitere Infos und auch bisher sind die Noten, die es schon gibt, als Downloads auch verfügbar im Closer Encounters Finale Slot bei den Materialien unten. Da könnt ihr auch die Einzelstimmen, Sopran, Alt, Tenor und Bass schon runterladen, falls ihr euch die schon angucken wollt. Oder falls euch das sogar reicht, weil ihr so gut Noten lesen könnt. Ja, yes, dann schönen Tag 2. Tschüss. Herzlichen Dank. Vielen Dank.